Auf jeden Fall mache ich jetzt die Floßfahrt hier. So, wer der verlangt Geld? Okay, ich habe genug. Hast du hier was Tolles drin? Die Butter sucht das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. Von Ikea bestimmt. Okay. Möchtest du für 100 Rubine mit dem Floß fahren? Ja, möchte ich. Okay, nimm dir einfach das Floß da draußen. Viel Spaß damit. Aber der hat tatsächlich Geld verlangt. Naja, hab ja genug, ne? Okay, Leute. Zeit für eine Runde Floß fahren. Okay, und wir müssen jetzt den Wasserfall runter. Und nicht wundern, wir kriegen gleich eine andere Hintergrundmusik. Jetzt aber noch nicht. Das geht erst, soweit wir hier in den Wasserfall runterspringen. Aber es gibt auch irgendwie einen Weg, dass man ein Herzteil bekommen kann, glaube ich. Aber wie ich mich kenne, verpasse ich das wahrscheinlich wieder. Oben lang? Ich habe keinen Plan. Da hätte ich einen Rubin gekriegt, aber ich habe sowieso genug. So, trotzdem kann man gerne mitnehmen. Ich meine, dann hat sich's mir ausgezahlt. Ich komme da nicht dran, scheiße. Da ist ein Herz. Das kann ich eher gebrauchen. Rubine, 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 Rubine. Ich komme da nicht hin. Scheiße. Okay. Ey, komm her. Na, gib mir... Ach, Mist. Dummes Floß. Boah, was da alles gibt. Scheiße. Moment. Wie komme ich da überhaupt hin? Ich glaube nicht, oder? Oder durch einen anderen Weg? Was? Moment. Runter? Scheiße. Ich glaube, ich hätte irgendwie links noch was machen können. Ich habe wirklich so das Gefühl, ich verpasse hier irgendetwas Wertvolles. Ja, toll. Egal. Jetzt ist auch egal. Jetzt bin ich hier unten. Bin da, wo ich sein wollte und ich bin glücklich. Ja. Noch ein Stück weiter unten, obwohl. Nee, hier ist der erste Maskentempel, da wo noch nach links muss ich. Der zweite ist hier unten irgendwo. Okay, da muss ich an Land. Geht nicht anders. Okay. Muss ich halt hier an Land gehen. Obwohl. Habe ich das bloß noch? Ich hoffe. Wenn nicht, dann muss ich halt den Rest schwimmen. Link ist ja sportlich. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Dann wäre ich wieder ganz oben beim Bootsverleih, aber nee. Da gehe ich erstmal nicht nochmal hin. Es sei denn, es gibt wirklich noch irgendwie ein Herzteil oder sowas da. Ich meine, es gab's da sogar, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Kenner dieses Spiels, bitte sagt es mir, gibt es da noch ein Herzteil oder gibt es nicht? Falls ja, gehe ich da nochmal hoch, zahle die 100 Rubine und gönn mir nochmal den Spaß. Ach ja, erstmal lasse ich mich wieder heilen, juhu. Und dann schauen wir weiter. Moment. Ja, ich schau mal hier ins Wasser. Ach, die Eule schon wieder. Uhu. Zwei Schreine. Einer im Norden von hier, der andere im Süden. Gehe erst nach Süden, wo die alten Ruinen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Okay, also erst den südlichen Maskentempel. Da ist auf jeden Fall der zweite versteckt und dazu brauche ich einen Schlüssel. Okay. Gut, da muss ich erstmal gucken. Der südliche ist halt... Weiter südlich ist ja wohl klar. Die Eule. Nee, die will ich nicht nochmal ansprechen. Okay, dann mache ich mir halt den Weg frei, um auf in den Süden zu gehen. Erstmal will ich diese Bombenviecher hier loswerden. Klappt nicht, Mist. Und ja, super. Jetzt habe ich hier ein halbes Labyrinth. Ich gehe mal rechts. Ich glaube, rechts war noch irgendetwas. Oder? Ist hier noch irgendetwas Brauchbares, Nützliches, so zum Mitnehmen? Oder zum Freuen, oder zum Eisbacken, oder was weiß ich? Hier ist Neul, okay. Schläft der Fisch ewig, der Held wird zur Erde, okay. Das will ich allerdings nicht werden. Und der Fisch wird nicht ewig schlafen. Irgendwann werde ich ihn aufwecken, aua. Und hier ist der südliche Maskentempel, irgendwo. Okay, jetzt muss ich durch diese Statue. Bewegen die sich, wenn ich so berühre? Nö. Okay, aber irgendwelche bewegen sich auf jeden Fall. Ja, okay. Da ist schon mal einer. So ähnlich wie bei Zelda Oracle of Seasons. Da gibt es ja auch solche Statuen. Geht die auch irgendwann kaputt? Scheinbar nicht. Okay, ich verschwinde. Tschüss. scheiße, Sackgasse. Gut, dann gehe ich außenrum. Von Schleim hier überrascht, ey.
Okay, ich glaube, wow. Ja, den Teil der Kraft brauche ich nicht. Hier muss ich wohl den Weg frei machen. So, ah, Mensch, du Mistvieh. Okay, Moment. Bei Geierwall? Ja, okay. Den Trank habe ich. Das heißt, wenn ich einmal sterbe, werde ich ja wiederbelebt. Och Gott. Leute, ihr habt ja euch ein scheiß Labyrinth ausgedacht. Mist. Sackgasse. Genau, schon allein aus diesem Grund hier. Ah, noch mehr Schleim. Okay, da oben. Den kann ich weghauen, wegschieben, wie auch immer. So. Wunderbar. Gut, jetzt bin ich gleich da. Oh ja, das ist wunderbar. Ich bin gleich da. Maskentempel, ich komme. Toll. Ich habe mir den Weg versperrt, Mann. Kacke. Komm hier, komm her. Ich bin hier drüben. Komm schon. Ja, brave Stab. Hier lang. Links. Geh. Och Mensch, du dummes. Ja, braves Vieh, brave Statue, danke. Okay, wir sind bei Maskentempel, Leute. Naja, noch nicht wirklich. Wir sind beim Teil des Maskentempels, so beim Zwischenboss. Wow. Das Vieh kenne ich noch aus Zelda Link to the Past. Allerdings in mehrere. Wow. Form. Och du Scheiße. Und nicht so überstampfend. Oh Gott. Und bei Link to the Past musste man die mit Pfeile beschießen. Und jetzt hat er schon sein Schild verloren. Oh. Schwacher Zwischenboss. Sag ich doch. Bom, bom, bom. Ha. Way. Was kriegen wir? Der Maskenschlüssel. Er gehört nun dir. Ist hier noch irgendwas? Okay, Fackel. Muss ich das ja benutzen? Auch wenn es kein wirkliches Feuer ist. Eine Steintafel. Mit einer Eule und... Oh, Eiland Kokolint. Bist nur eine Illusion. Die Menschen, die Monster, das Meer. Der Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst du den Träumen, so wird sich diese Insel in Luft auflösen. Wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Illusion? Ja. Interessant, was man in solchen Maskentempel alles findet. Oder in so einem Mini-Tempel. Ich weiß nicht, wie man das Ding hier nennen kann. Oh. Ja, streuen wollte ich es nicht. So, dann hoffe ich mal, dass ich den Maskentempel auch hinkriege. Noch in der Aufnahme, die ich mir jetzt machen wollte. Uhu, du hast das Bild gesehen? Nein, ich war blind. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolin tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Da hat er nicht ganz unrecht. Im Moment kennt nur die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue rein. Dein Gefühl. Irgendwann wirst du es genau wissen. Uhu, uhu. Und tschüss. Ja, auf Dauer geht die Eule ein auf den Sack, finde ich. Schlimmer als Kebora Gebora, die Eule aus Zelda Ocarina of Time. Oder Majora's Mask gibt's die Eule auch, wenn auch sehr selten. So, okay, ein Kütter auch an. Und ich will hier durch. Danke dir. Jetzt können wir auch zum Maskentempel. Yay, ist das toll. Der sechste Dungeon wartet auf uns und dann haben wir es bald geschafft. Ja, lange ist das Spiel echt nicht mehr. Das Einzige, was schwierig werden könnte, wenn ich es noch mache, die ganzen Zaubermuscheln suchen oder die Herzteile. Allerdings bei Herzteilen kann ich es euch nicht versprechen, ob ich wirklich alle suchen werde. Nein, da kann ich es euch echt nicht versprechen. Aber ich gebe mir Mühe, noch einige zu finden. So, jetzt muss ich erstmal zum Maskentempel kommen. Dazu muss ich mir erstmal den... Ja, dazu muss ich erstmal da drüben wieder ins Wasser. Und den Weg freimachen. So, verschwindet. Und weiter. Ach, ja doch, da geht's weiter. Steine heben, Gras zerschlagen. Steine heben, Gras zerschlagen. Aber zu 90% Steine heben. Ach, Mist. Sackgasse. Okay. Wow, Mistvieh. Gut. Ab ins Wasser. Wir schwimmen. Und nach oben? Nee. Okay, jetzt ist die interessante Frage. Wie komme ich da hin? Moment. Hä?